Und da bin ich auch schon wieder. Es ist tatsächlich, wie vorhin angepriesen, noch derselbe Tag. Dementsprechend wollen wir auch keine Zeit verlieren. Jetzt muss ich trotzdem überlegen, wo wollte ich als nächstes hin? Ah, wir können auf Haval schnell einen Abstecher machen zu Jean. Ich möchte nämlich jetzt diesen Endspurt mit einem Vollsprint hinlegen, in der Hoffnung, dass es nicht noch 170 Folgen werden. Und ich mal mit 300 bin am Ende. Nein, wir wollen ja auch das Ganze mal zu einem feinen Ende bringen, um sogar eventuelle nächste Projekte angehen zu können. Aber ich mag das immer nicht, wenn man zwei... wobei es kommt drauf an. Manche Sachen kann man gleichzeitig machen, aber so Story-Games, speziell die, die auch länger gehen, es macht schon Sinn, die nacheinander zu machen. Sonst ist man bei dem einen raus. Vernachlässigt eins von beiden vielleicht. Ohne, dass die es jeweils verdient hätten. So, jetzt nehme ich mal vorsichtshalber Jarl mit. Mein Lieber. Ist ja auch schade dann, ne? Wir treten in die Atmosphäre ein. Auch ohne zu viel zu verraten, könnte es sein, dass mein nächstes Spiel gar kein Story-Spiel ist. Um mal so einen Ausgleich zu schaffen zu dem hier, zu diesem Mammutprojekt. Das ist schon heftig. Das ist wirklich heftig. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht sogar jede Folge eine Stunde gemacht. Aber ich hoffe, für diejenigen, die bis jetzt noch zugucken, ihr habt es trotzdem genossen. Bis zum jetzigen Punkt. Ach, fuck. Auch wenn ich es manchmal vielleicht ein bisschen übertreibe. Mit meinem Wahn nach 100% alles erforschen, alles sehen, alles machen. Ah, da ist ein Fenster, ne? Wobei, es sieht kaputt aus. Okay, nein. Ist es aber nicht. Ist das oben oder unten? Ich finde, wir sollten zum Gewölbe gehen und uns ein bisschen umdrehen. Das erklärt die Frage. Oh, wow. Ich wollte mich schon wieder beschweren, dass es sich nicht festhält. Ne, wir sind hier richtig. Angaranisches Shuttle. Doch, das soll ich benutzen. Wir sollen ja seine Mami treffen. Seine richtige Mami. Jarl! Jarl! Halt. Schlechte Nachrichten? Nein, nein. Der Pathfinder will wissen, wo ich aufgewachsen bin. Ryder, meine leibliche Mutter. Sahuna Amada Rath. Freut mich. Oh Gott. Sehr. Ah, richtig, die Umarmung. Jarl hat erzählt, wie sehr er sie bewundert. Wirklich? Er ist mein Liebling. Ich hatte gerade eine Flasche geöffnet und wusste nicht, was da steht. Ich habe ganz schnell gedrückt. Schreibt Gedichte. Mutter. Ich muss zu einem Widerstandstreffen. Pass auf dich auf. Und nur deswegen war ich jetzt hier. Ihre Mutter ist im Widerstand? Ja, ja. Und jedes Kind ist ihr Liebling. Wenn es das jetzt war, Joel, dann schmeiß ich dich vom Schiff runter. Okay. Leute, das ist Ryder. Hi. Sieh mal einer an, wenn der Kark hinter Willkommen zurück. Hier habe ich als Kind die meiste Zeit verbracht. Ich, meine Schwester Koana, Cousine Etta und Bruder Finn und Barzil. Rollo. Es ist so schön, hey, dich wieder hier hey, zu haben. Jarl, möchtest du uns jemand ganz Besonderen vorstellen? Wow, kuschelig. Wir leben gerne so. Sie sehen alle gleich aus. Willst du deinem Freund zeigen, was richtiges schön, Essen ist? Oh, Tevind und Lothul. Die kennen wir ja. Zimmer, meine kleine Zuflucht. Das ist verrückt. Wollen Sie kein eigenes großes Haus? Manchmal. Vielleicht. Es ist egal. Das hier bleibt immer meine Heimat. Oh, nein. Woher kommt das? Ein Geschenk? Ein Bauplan von... Mit 7 bekam ich eine gestohlene Kettwaffe. Er hat die Narbe immer noch, das ist echt cool. Ich habe sie zerlegt. Zinnerwange. Zu lernen. Und das ist wahr. Ein Kark. Mein Haustier, Alfred. Es starb, also habe ich es auch zerlegt.
Das ist dann aber eher Biologie. Lernen? Wieso nicht? Ich zeige das sonst niemandem, aber wir sind wie Familie. Es war gut, Sie kennenzulernen. Hey, ich will Ihnen noch was zeigen. Bitte lass ihn in der Hose. Hierhin. Nein. Bis jetzt war es interessant. Hübsch. Selbstgemacht? Ist lange her. Und ungenau. Eigentlich mehr ein Traum. Noch etwas, das ich zerlegen und ergründen will. Ich auch, Jarl. Ich auch. Okay, das war's. Gut, dann wäre das auch erledigt. Ich denke, der nächste Anhaltspunkt, der nächste Punkt, an dem wir gehen. Wie heißt das Wort, das mir nicht einfällt? Ich wollte gerade irgendein Wort sagen. Der nächste Haltepunkt vielleicht, weiß ich nicht. Ja, aber der nächste Ort, an dem ich halten werde, wird vermutlich dann jetzt die Nexus sein. Ich gucke gleich nochmal im Logbuch. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Oder hatten wir jetzt noch was auf Eladen? Ich erinnere mich jetzt gerade an etwas auf Eladen. Gott, so lange ist es doch gar nicht her. Irgendwas war auf Eladen. Da sind Catschiffe gelandet oder so, ne? Und wir sollen... Genau, die haben sich gegenseitig beschossen im Orbit und wir sollten gucken. Ja, genau. Ach Mensch, dieses Superbrain, Leute. Das ist... Ryder. Der wollte gerade irgendwas sagen. Ich habe ihn daran gehindert. So. Oh, Eladen. Moment mal kurz. Es triggert mich hart, wenn unten in meiner Taskleiste irgendwas quasi wie neue Nachricht aussieht. Und das muss ich dann wegklicken, sonst bin ich triggered as hell. Aus irgendeinem Grund hat sich Origin zu Wort gemeldet. Ja, ohne Grund. Ich habe gerade nochmal geguckt, aber ohne Grund. Wir sind auf Kurs. Kommt, wir sind mal nicht so. Wir belassen PB auf jeden Fall. Allein, weil sie diesen 10% Biotik-Bonus gibt. Aber wir nehmen... Vetra mit. Wir nehmen mal Vetra mit. Wir sind mal nicht so. Sah das sonst so auch aus, wenn wir auf Eladen wollten? Zugegebenermaßen bin ich da jetzt noch nicht so oft gelandet. Autsch, meine Augen. Es ist 10 Uhr abends, ich habe hier kein Licht an außer dem Bildschirm und meine Augen hat es gerade einfach nur weggeburnt. Vetra habe ich ja schon die 6er-Dinger auch angefangen zu skillen, ne? Aber es kann sein, dass er nicht genug Skillpunkte für alles hatte. Ja. Turbolader, verbessert die Hitze ab. Leitung, um Vetras Feuergeschwindigkeit zu erhöhen. Mehr Schaden gegen Schilde. Nee, dann komm. Mehr Feuergeschwindigkeit. 40% Schaden gegen Panzerung, 40% Schaden gegen Schilde. Schilde. Energiepanzer. Wenn der Energiepanzer endet, betäubt eine elektrische Explosion Gegner in der Nähe und macht sie für eine Kombodetonation anfällig. Die Aktivierung von Energiepanzer lädt Turbolader sofort neu auf. Erfordert Turbolader. Nee, dann... Lieber, dass er alle primed. Das ist nicht durchdacht irgendwie. Dass die halt wirklich jetzt immer noch Skillpunkte kriegen, aber nie stärker werden. Das ist halt wirklich blöd. Das ist echt nicht durchdacht.
Okay. Da. Mal schauen, was da auf uns wartet. Dass die Cats sich uneins sind und keinen Bock mehr aufeinander haben, das wissen wir ja schon. Phoebe, sind Sie okay? Sie haben das Gesicht verzogen. Sagen Sie es niemandem, aber ich finde immer noch Sand von Eos in meiner Hose. Das sagst du hier auf Eladen, wo es noch mehr Sand gibt. Wahrscheinlich das abgestürzte Schiff, nach dem wir suchen. Cat, die andere Cat töten. Wenn ich sehe, wie sie sich bekämpfen, macht mich das froh. So blöd es klingt. Wir können eigentlich mal die Pistole ausprobieren, jetzt so wie sie aufgebessert wurde, ne? Haut mich nicht vom Hocker. Ach komm jetzt. Ja, erwischt. Ich mag diese Stille. Cat-Datenpad. Das ist aber ein sehr kleines Schiff gewesen. Was ist das? Vermutlich ein Datenlog der Cat, Pathfinder. Es enthält wahrscheinlich irgendwelche gespeicherten Daten. Können wir auf diese Daten zugreifen, Sam? Das Gerät ist gesperrt. Seit wann lässt du dich von einer einfachen Sperre aufhalten, Sam? Na los, hack das Ding. Pathfinder, das ist keine einfache Sperre. Wir sind noch nie auf ein Gerät der Cat mit derartigen Sicherheitsmaßnahmen gestoßen. Ich schlage vor, wir bringen es zurück zur Tempest, um weitere Analysen vorzunehmen. Wir könnten mit Dr. Enwar daran arbeiten. Mit Suvi auf der Tempest reden. Dass ich immer noch Überlebenspunkte krieg. Oh, neuer Kryokapselpunkt. Diese Speiwanzen laufen da auffällig oft lang. Suvi! Ich kann kaum glauben, dass einige Cat gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Die Cat wirkten immer so monolithisch, fast gesichtslos. Es gibt noch so viel, was wir über die Funktionsweise ihrer Gesellschaft wissen. Naja, machtgeil sind sie am Ende dann ja eigentlich alle. Die Sachen, die sie mitgebracht haben, werfen vielleicht etwas Licht auf diese Fragen. Und da wir gerade davon reden, dieses Gerät, das sie bei dem zerstörten Cat-Schiff gefunden haben. Ja. Es ist mit einem biometrischen Schloss gesichert, das nur mit einem spezifischen genetischen Code geöffnet werden kann. Also wie ein Fingerabdruckscan. Nur eben mit einem genetischen Fingerabdruck. Genau. Was immer da drin ist, es soll wahrscheinlich nur Personen zugänglich sein, denen man vertraut. Ein genetischer Code eines Cat? An sowas kommen wir nicht ran. Zum Glück gibt es eine andere Lösung. Erinnern Sie sich an die Genproben der Cat, die Sie auf Volt gescannt haben? Lexi hat an den Daten gearbeitet und ich habe eine Idee, die tatsächlich funktionieren könnte. Wir sollten mit ihr reden, wenn Sie mal Zeit haben. Hätten wir sie nicht gleich holen können? Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ich habe Ihr Memo erhalten, Suvi. Die Daten sind hier, aber ich weiß nicht so recht, was Sie finden wollen. Sagen Sie mir einfach, dass Sie alle entschlüsselt haben. Ja, natürlich. Das war meine erste... Perfekt! Sam, kannst du Sequenzkombinationen an dem Schloss testen? Teste. Rohe Gewalt, Dr. Enmore? Eine erprobte und verlässliche Methode. Und mit Sams Rechenleistung dauert es höchstens... Fertig. Schlüssel gefunden. Wow! Wir dachten, das Gerät sei ein Datenlog. Ist es aber nicht. Es ist... Es hat sich gerade in eine Übertragung eingeklinkt. Gefährdet das unsere Sicherheit? Das Gerät ist ein Empfänger. Es kann unsere Position nicht verraten. Die Übertragung besteht aus... Audiosignalen. Der Archon hat unsere Regeln gebrochen. Er wendet sich von der Tradition ab. Verletzt das Protokoll. Er missbraucht seine Autorität, ist wie besessen von den Geheimnissen der Relikte und verhindert den Kontakt mit unserer Heimat. Das kann so nicht weitergehen.
Wenn er nicht auf den rechten Weg zurückfindet, wird er vernichtet. War das nicht die Stimme von Primus? Ein Archon steht nur dann aufrecht, wenn wir ihn stützen. Jemand hat es auf den Archon abgesehen. Ich würde sagen, das können wir ausnutzen. Sie wollen doch nicht etwa irgendeine Vereinbarung treffen? Das weiß ich noch nicht. War das der gesamte Inhalt der Übertragung? Anscheinend ist es immer dasselbe. Es wiederholt sich. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, das Signal zurückzuverfolgen. Scanne nach Navpunkt. Ich übertrage ihn auf Ihr Universalwerkzeug, falls Sie der Sache nachgehen wollen. Was werden wir Ihrer Ansicht nach da draußen finden? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Basis von Cat-Dissidenten, die sich gegen den Archon organisieren. Was es auch ist, Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie die Sache verfolgen, Ryder. Ich werde das Signal auf Eos finden. Okay, ich nehm's zurück. Der Planet, auf dem wir bisher am meisten waren, ist Eos. Ich nehm's einfach nur zurück. Doch nicht weniger schlimmer. Da unten ist noch ein System. Ach komm, was soll's. Ich will ja sowieso alle auf 100% haben. Sie haben dieses System nach einer batarianischen Pionierin benannt. Ihrer ersten Astronautin. Es ist gut, sich an diese Dinge zu erinnern. Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Empfange Daten vom Asteroidengürtel. Ein Schiff. Ein Cat-Schiff. Schiff. Dieses Aufklärungsschiff der Cat scheint nach einem Triebwerksausfall im Asteroidengürtel aufgegeben worden zu sein. Sein zielloses Dahintreiben zwischen den Asteroiden hat erhebliche Schäden verursacht, aber einiges lässt sich vielleicht noch bergen. Ja. Kein wichtiges Zeug zumindest. J-Graf. Irgendwann in den letzten 100 Jahren wurde J-Graf von einem sehr großen oder sehr schnellen Objekt, natürlich oder künstlich, getroffen, das seinen Mantel aufgebrochen und bis heute anhaltende Abfolge von Erdbeben auslöst. Ja, oh, sieht doch nicht mehr gesund aus. Ein bisschen unglücklich, der Planet. Geknackt wie eine Walnuss. A505 wurde bei der ersten Erkundung aufgrund von reflektierenden Objekten im Asteroidengürtel von Dahegen nicht entdeckt und ist eine Eiswelt mit einer Krypton-Stickstoffatmosphäre. Also wie eine Eiswelt sieht es tatsächlich nicht aus. Sieht auch noch Wüste aus eigentlich. Schicke Sonde aus. Aber mit minus 27 Grad sprechen eine andere Sprache. Dies ist der größte mehrerer Einschlagkrater, was die Vermutung nahelegt, dass H505 vor langer Zeit von einem Trümmerschwarm, möglicherweise von dem Asteroidengürtel, getroffen wurde. Negrale. Das Drücken der Atmosphäre ist toxisch und ihre Dichte macht Scans schwierig. Die Ringe des Planeten scheinen relativ neu zu sein, möglicherweise eine Auswirkung der Geißel. Ringe? Schaut eigentlich nach einem Ring aus. Dinesh. Die äußere Schicht der Kruste von Dinesh besteht aus Kobalt und Nickel. Scans lassen vermuten, dass der Planet tektonisch weitaus weniger stabil ist, als es den Anschein hat. Minus 240 Grad. Wozu ist da überhaupt eine Sonne in dem System? Die bringt ja anscheinend nichts. So, auf nach Eos. Das Pisces-System, Heimat von Eos und Prodromos.
Nein. Eigentlich könnte ich mal das als zweite Waffe, das hier und das als letzte. Dann rüste ich nicht immer wenigstens immer wieder die da aus, weil die will ich und brauche ich sowieso nicht. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. So, wir hatten hier eine Cat-Basis. Okay. Es ist nicht da, wo ich es erwartet hätte. Es ist eigentlich direkt über unsere Kolonie. Könnte natürlich auch zum Teil zumindest eine geplante ein geplantes Treffen sein, das wollte ich sagen. Ja, es kann ja sein, dass man will, dass man hierher kommt. Oh, warte mal, kann es sein, dass es da in dieser Höhle ist, die da war? Da waren wir ja auch schon mal drin, da waren Salarianer dann. Oder? Doch, ja, ich glaube... Eine Salarianer-Leiche, oder war das nicht so? Ich bin mir gerade nicht sicher. Versteckt ist. Doch, da waren Salarianer, ich erinnere mich. Aber hier ist nichts, nur dieser Sender. Wenn ich über meinen Boss lästern würde, wäre ich auch daran interessiert, dass es nicht auf mich zurückfällt. Das könnte eine Art Proxy sein, um die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung... Also dürfen wir jetzt wieder von Planet zu Planet, ja? Pathfinder. Ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug mit der Information. Oder ist das alles hier auf dem Planeten? Dann... Okay, immerhin. ...lassen wollen. Aber es gibt genügend andere, die sich darum reißen werden. Wow! Haben das alles die Cat gebaut? Zum Glück haben wir ihre Basis erledigt. Sonst hätte daraus ein ganzer Stützpunkt werden können. Ja, wieso ist das? Da ist doch nirgendwo was Neues, oder? Ich bin jetzt blöd. Okay, da komme ich nicht hoch. Dann nehme ich den regulären Weg. Huhu! What the fuck? Wie hat's dem bitte schon gegen das Fahrzeug geklatscht? Mal sehen, wo dieser Sender uns hinführt. Mal sehen, wie ihr hiermit zurechtkommt. Erstmal muss ich den Generator hier ausschalten. Pathfinder. Ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere. Okay, dann muss ich ein bisschen weiterfahren. Näher ansehen. Was ist den hier? Das ist doch nix. Das ist halt wieder so ein Baumstumpf, aber das ist jetzt nicht der erste, also. Das ist nichts Neues. Oh, da hat noch einer gelebt. Egal. Ich habe gehört, die Ressourcenlieferungen haben zugenommen.
Das ist ein gutes Zeichen für alle, die hier zu leben versuchen. Das Schwarzfeld-Signal kommt und geht. Sie haben zwar das Wetter hingekriegt, aber einen klaren Empfang würde ich das nicht nennen. Eos ist immer noch Grenzgebiet. Erobert, aber nicht gezähmt, wie wir immer sagen. Mittlerweile mache ich sogar mit den Schüssen auch ganz gut Schaden durch das Helios-Set. Was ist der? Ah, da. Sieht aus, als war's das mit den Gegnern. Mal sehen, was dieser Sender für uns bereithält. Pathfinder. Viertes Relais. In diesem Netzwerk einen weiteren Knoten. Eigentlich nicht weg, aber. Wenn ich schon reisen kann, dann nutze ich das auch. Dieses Privileg. Da waren wir auch schon mal, wo nichts war dann, ne? Wollen wir es direkt über den Berg probieren? Sieht nicht aus, als wäre es zu steil, wenn ich da jetzt direkt anfahre. Übertragung ist hier stark und ohne Störung. Sie sind alle tot. Tot würde ich das nicht nennen. Sie schießen gerade auf mich. Easy peasy lemon squeezy. Hallo? Hier waren wir doch schon mal drin, oder? Weiß ich nicht. Kann sein, dass wir das tatsächlich nicht waren. Hören wir uns mal die Audiologs an, ob die uns irgendwas sagen. Der Aufstieg hat unsere Vorfahren von Problemen und Sorgen erlöst. Dieses wundervolle Geschenk gestattet es uns, jetzt auch andere zu erheben und an der genetischen Fülle dieser Galaxie teilzuhaben. Aber der Archon will das, was Helios zu bieten hat, selbstsüchtig horten. Nachrichten vom Band? Klingt wie eine Art Motivationsansprache an die Cat. Hier ist wieder euer Freedog! Wie geht's? Wie steht's? Nicht die Interessen der Cat, sondern nur seinen eigenen. Wer vergeudet unsere Zeit mit den Relikten, behält aber jegliches Wissen für sich. Das ist das Verhalten eines Verräters, nicht das eines wahren Cat. Der Archon denkt, Meridian würde ihm Macht verleihen. Es würde ihn zum Meister der Relikte machen, zu ihrem einzigen Meister. Doch worauf wird der Blick des Verräters fallen, wenn sich Helios unterwirft? Denkt nach, begreift! Unsere Heimat ist in Gefahr. Wir haben es gefunden. Sieht aus wie eine Kommunikationskonsole. Von hier wurden die Nachrichten wahrscheinlich gesendet. Es muss hier noch mehr geben. Das kann nicht alles sein. Sie haben mich also gefunden. Ja, Sie sind eine zielstrebige Kreatur, Pathfinder. Jetzt verstehe ich. Mit Ihrer Entschlossenheit können die Cat diese Galaxie beherrschen. Entschlossenheit ist eine Charaktereigenschaft, kein genetisches Merkmal. Aber was Charakter ist, verstehen Sie nicht. Sie haben ja keinen. Sie vergeuden Zeit mit Belanglosigkeiten. Ich habe mich nicht einfach so als Verräter zu erkennen gegeben. Ich habe es nur getan, weil ich darin einen gemeinsamen Vorteil sehe. Den Archon loszuwerden. Die Reliktbesessenheit des Archon erzeugt Chaos und gefährdet alles, wofür wir gearbeitet haben. Das muss ein Ende haben. Ich wüsste nicht, was mir an Chaos in den Reihen der Cat missfallen sollte. Dieses Chaos bedeutet, dass der Archon lebt und mit ihnen um Meridian ringt, das sie haben wollen. Ich muss lediglich dafür sorgen, dass nichts zwischen ihnen und ihrem Ziel steht. Sobald er beseitigt ist, sind die Relikte für uns nicht mehr von Belang.
Wir werden unsere Aufgabe hier erfüllen und weiterziehen. Den Aufstieg. Vergiss es. Eines Tages werden Sie zur Familie gehören. Bis dahin können Sie ruhig kämpfen, falls Sie es für erforderlich halten. Kommt jetzt noch irgendwas, was für mich gut klingt? Eine Pause in diesem Konflikt an, damit Sie einen gemeinsamen Feind vernichten können. Nehmen Sie an, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Was haben Sie gegen den Archon? Der Archon sagt, er würde Meridian benutzen, um diesen Cluster zu beherrschen. Er sagt, Meridian würde uns den Sieg bringen. Aber wir haben nie Relikte gebraucht, um siegreich zu sein. Nein, er will mehr. Seine Ziele sind offensichtlich. Und das sehe nicht nur ich so. Was genau bringt mir diese Vereinbarung? Schon bald wird der Archon mir befehlen, sie zu vernichten. Wenn es soweit ist, werde ich es Ihnen ermöglichen, mein Schiff außer Gefecht zu setzen. Sie könnten mich auch einfach in Ruhe lassen. Und sollte es Ihnen nicht gelingen, den Archon zu beseitigen, tritt mein Verrat zutage. Clever. Hm. Das ist jetzt wieder so eine Cliffhanger-Folge.